So, da sind wir auch schon bei der zweiten Folge. Ich will gar nicht lange reden. Hier in dieser Folge geht es vor allem darum, dass die drei Trainingsarten, die ich schon im ersten Video vorgestellt habe, nochmal ausführlich vorgestellt werden, auf die ihr jetzt diesen Armbooster anwenden könnt. Also wollt ihr nur die Arme trainieren, wollt ihr die Arme mit dem Körper trainieren oder wollt ihr alles gleichwertig sogar trainieren? Schaut's euch an und ich freue mich darauf, eure Kommentare dazu zu sehen. Zweiten Teil und heute steigen wir schon direkt ein. Wir haben die drei Möglichkeiten kennengelernt, nachdem ihr eure Arme nach vorne bringen könnt. Zum einen die Arme komplett isoliert zu trainieren und nur noch die Arme. Der Rest wird in der Zeit einfach außer Acht gelassen. Die zweite Möglichkeit ist, den Rest nur minimal zu trainieren, sodass er noch benutzt wird und dass wir noch mit der vorhandenen Muskelmasse operieren, aber keinen Wachstumsreiz mehr setzen und diesen nur noch setzen bei den Armen, um diese ein wenig nach vorne zu bringen im Verhältnis. Und das dritte ist, wir trainieren ganz normal weiter, aber wir setzen leichte Trainingsplanprioritäten auf die Arme. Wie machen wir das Ganze? Zunächst einmal, in den ersten beiden Varianten können wir es uns erlauben, etwas zu tun, was wir sonst nie machen. Jeder von euch sollte schon die Weisheit erlangt haben, und wenn nicht, dann wird es hiermit endlich hoffentlich tun, dass im Bodybuilding nicht die Regel gilt, je mehr, desto mehr. Wollen wir also einen Muskel ganz besonders nach vorne bringen, glauben wir also, dass unsere Brust ein wenig hinter der restlichen Körperstruktur hinterherhängt, dann fangen wir nicht an, die Brust zweimal, dreimal oder viermal zu trainieren. Nein, denn dann wird sie noch viel weiter hinterherhängen. Regeneration ist das Stichwort für alle Muskeln am Körper. Und wenn wir die Brust weiter nach vorne bringen wollen, dann sollten wir das auf ganz andere Weise tun und vielleicht sogar genau das Gegenteil machen, mehr Pause lassen. Ein Beispiel, das ich immer wieder erwähne aus meiner eigenen Trainingsbiografie. Meine Schultern und Arme hinken immer hinterher. Mein Rücken war mein absoluter Primusmuskel und wuchs und wuchs und wuchs. Meine Brust kam auch ganz gut mit, meine Oberschenkel ebenfalls. Aber meine Schultern, mein Gott, die blieben hinterher. Und erst als ich dann nach vielen Jahren, nach 4 oder 5 Jahren, meine Schultern mal komplett aus dem Training rausnahm, komplett. Ich habe sie für 1,5 Jahre nicht trainiert, gar nicht, wuchsen sie. Warum? Der vordere Delta wurde durch die Brust mit zum Wachstum gereizt, der hintere Delta wurde mit zum Wachstum gereizt durch den Rücken. Und plötzlich entwickelten sich da Schulterhubbeln. Und jetzt immer noch habe ich so weit im Training nur integriert, dass ich alle 2, vielleicht nur alle 4 Wochen die Schultern trainiere, so wie ich mich gerade fühle. Aber die Schultern sind nicht mehr fester Bestandteil meines Trainingsplans. Ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, und mittlerweile habe ich mit den Schultern ganz schön aufgeholt. Wir werden es bei den ersten beiden Methoden dennoch so machen, dass wir die Arme 2-mal in der Woche trainieren. Warum machen wir das jetzt? Wir können es uns erlauben. Wie gesagt, bei der ersten Methode trainieren wir keinen anderen Muskel und haben ganz, ganz, ganz viel Regenerationskapazität. Dadurch, dass wir vor allem die großen Muskeln nicht trainieren und immerhin nur 2 von 6 Muskelgruppen trainieren, haben wir so viel mehr Möglichkeiten, dass wir locker ein zweites Mal einpacken können. Auch das muss natürlich so geschehen, dass wir das nach einem gewissen Körpergefühl machen. Haben wir also noch Trizepsmuskelkater, fangen wir nicht wieder an, den Trizeps zu trainieren. Da gibt es auch keinen Gewöhnungsprozess, nichts dergleichen. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit. Außerdem auch bei der zweiten Methode haben wir viel Regenerationskapazität. Wir werden zwar noch zwischendurch Brust und Rücken und Beine und Schultern trainieren, aber wir werden sie nicht mehr so sehr ausreizen. Also haben wir ein wenig Regenerationskapazität und können die Arme ein zweites Mal integrieren, da auch diese nicht durch das Rücken- und durch das Brusttraining besonders gereizt werden. Nur bei der dritten Methode würde ich vorschlagen, nicht 2-mal die Woche die Arme zu trainieren, denn das würde schon heißen, dass wir den Bizeps ganze 3 bis sogar 4-mal in der Woche trainieren. Und das funktioniert einfach nicht. Ein großes Augenmerk möchte ich in dieser Sendung noch auf den dritten Fall lenken. Nämlich genau dann, wenn wir den gesamten Körper weiter trainieren. Wie können wir es nun schaffen, trotzdem den Armen eine gewisse Priorität mithilfe des Trainingsplans zu geben? Wie sieht das nun aus, wenn wir die Arme an 2 Tagen trainieren? Wie wirkt sich das auf unseren Trainingsplan aus? Ganz simpel sieht das aus, wenn wir das Ganze mit einem reinen Armtraining machen und nichts anderes trainieren. Dann trainieren wir die Arme so, dass wir möglichst viel Abstand voneinander haben. Und wir müssen uns auch hier überhaupt nicht an ein Wochenschema halten. Trainiert so, wenn ihr wieder fit seid, nach 3 bis 4 Tagen. Das bedeutet, auf eine Woche geeicht, wie bei diesem Beispiel, wir trainieren an einem Montag und wir trainieren wieder an einem Freitag beziehungsweise eben auch an einem Donnerstag. 3 bis 4 Tage dazwischen. Was wir natürlich machen können, ist das
7-Tage-Wochenschema durchbrechen und alle 4 Tage die Arme trainieren. Wem das nichts ausmacht und wer seine Zeit etwas freier gestalten kann, vielleicht ist es für den sogar besser. So, bei dem Trainingsplan für die zweite Möglichkeit, wenn wir nun den ganzen Körper mittrainieren, wenn auch nur im Haltemodus, sieht das Ganze schon anders aus. Denn jetzt haben wir nicht mehr so viel Freiraum zur Verfügung und ein wenig mehr Begrenzung an Regeneration. Hier müssen wir vor allem eine Sonderstellung beachten. Auch hier versuchen wir möglichst wieder, die Arme ganz erholt zu trainieren und den Erholung zu geben. Also im optimalen Fall einen Tag davor frei, einen Tag danach frei, sodass die Arme wirklich alle Zeit der Welt haben, sich zu erholen. Sowohl vorbereitend auf das Training, als auch natürlich nach dem Training, um richtig aufzubauen. Jetzt setzen wir an einem anderen Tag Rücken und Brust zusammen, ebenfalls Antagonisten. Und das machen wir vor allem deswegen, weil wir zum einen mit den Beinen zusammen eine andere große Muskelgruppe kombiniert ein wenig Überforderung hätten. Denn wer die Beine richtig trainiert, der weiß auch, wie sehr das für den Körper fordernd ist und dann auch noch den Rücken oder die Brust muss nicht sein. Also den schwersten Muskel für das gesamte zentrale Nervensystem kombinieren wir dann noch mit dem kleinsten Teil, den wir haben. Aber das hat auch noch einen anderen Grund, nämlich bei Brust und Rücken haben wir bei beiden Teilen beide Teile des Armes beteiligt. Beide Hilfsmuskeln sind dabei. Das heißt, wir trainieren den Trizeps und den Bizeps wieder. Zwar natürlich, weil wir hier nur im Haltemodus bei der zweiten Möglichkeit sind, nicht in dem Umfang, aber dennoch trainieren wir sie mit und gönnen ihnen ein wenig weniger von der Pause, die sie eigentlich verdient haben und die wir zum Aufbau brauchen. Und deswegen sieht das Ganze so aus. Wir trainieren jetzt an Tag 1, meinetwegen Montag, aber da könnt ihr natürlich alles einsetzen, wie ihr wollt. Tag 1 die Arme. Tag 2 ist dann wieder frei. An Tag 3 kommt jetzt Rücken und Brust. Und deswegen ist Tag 4 definitiv auch wieder frei. Dann wieder die Arme. Damit hätten wir den üblichen 3 bis 4 Tage Abstand, in diesem Fall 4 Tage. Und danach direkt im Anschluss, weil wir das auf die Woche nun mal eichen müssen, Beine und Schultern. Bei Beinen und Schultern können sich die Arme trotzdem erholen. Natürlich nicht ganz so gut, weil der Körper immerhin wieder gestresst wird. Danach haben wir wieder einen Tag frei, um vor allem in die Vorbereitung gehen zu können und danach wieder von vorne anzufangen bei Tag 1, die Arme. Wer wieder nicht davon abhängig ist, das Ganze in das übliche 7-Tage-Wochenschema zu pressen, der kann natürlich hier hervorragend mit den freien Tagen variieren. Und zum Beispiel, drösen wir das Ganze mal auf, einfach dazwischen noch einen freien Tag setzen und schon haben wir das Ganze auf eine 8-Tage-Woche, Trainingswoche und wir haben immer einen Tag frei dazwischen. Optimal. Damit sind die Arme auch wirklich immer durchgehend in einem Trainingsmodus. Alle 4 Tage werden sie trainiert. Zwischendurch sogar noch einmal ein bisschen warm gemacht mit Rücken und Brust und wir haben alles drin. Perfekt. Genauso sähe der Plan dann auch aus, wenn wir die anderen Muskeln noch mittrainieren wollen und trotzdem Arme an einem Tag trainieren möchten. Was wir beachten müssen, wenn wir das nicht tun in der dritten Möglichkeit und nicht ein antagonistisches Training machen mit den Armen an einem Tag, also einfach nur Bizeps und Trizeps an einem Tag, wie auch immer wir das machen, dann würden wir einfach nur den Bizeps vor dem Rücken trainieren und den Trizeps vor der Brust oder vor den Beinen. Was auch immer für einen Plan ihr habt. Das hier ist ein Standardplan für einen Dreier-Split. Damit wird jede Muskelgruppe einmal in der Woche trainiert. Und normalerweise werden natürlich die kleinen Muskeln hinter den großen trainiert. Sollte man auch immer so machen. Man braucht mehr Konzentration und sollte auch mehr Priorität auf den großen Muskel natürlich setzen. Und dann kommt der kleine danach. Ob ihr das macht mit Rücken und Bizeps und Brust und Trizeps, was oft gemacht wird, um noch mehr Zeit der Regeneration zu haben. Oder ob ihr das umgekehrt macht, um diese Teile öfters zu reizen, was die meisten bevorzugen, damit man vor allem mit mehr Kraft und frischer rangehen kann, wenn der Hilfsmuskel anschließend trainiert wird. In diesem Fall würden wir eben nur eine Priorität auf die Arme setzen und jetzt den Bizeps zum Beispiel in diesem Fall vor der Brust trainieren und den Trizeps in diesem Fall vor dem Rücken oder auch Trizeps vor Schultern und so weiter. Das ist die kleine, minimale Priorität, die wir hier zumindest den Armen einräumen müssen. Und danach würde es dann erst ans Resttraining gehen. Zum Abschluss möchte ich noch einmal mehr auf die dritte Möglichkeit eingehen, weil das nun mal in unserem Fall die heikelste ist. Hier haben wir wirklich den kleinsten Spielraum nur, um ein wenig mehr Platz und Regenerationsplatz und damit auch Wachstumsplatz für spezielle Muskelgruppen, in diesem Fall die Arme, zu schaffen.
weil eben der ganze Körper mit trainiert wird und weil wir so viel an allen Ecken und Enden zu tun haben. Wir haben quasi überall Baustellen und müssen jetzt Priorität auf zwei kleine Baustellen setzen. Das Ganze haben wir gerade kennengelernt, machen wir zum einen, indem wir jetzt den Splitplan nutzen und eine Priorität schon innerhalb des Plans, innerhalb eines Tages setzen und die Arme vorantrainieren. Eine weitere Möglichkeit ist es auch noch, mit den Wiederholungen ein wenig zu spielen. Habt ihr also beim Rücken und bei der Brust bereits einen bestimmten Wiederholungsbereich abgeschritten, zwischen 6 und 12 oder meinetwegen sogar einen höheren, zwischen 10 und 20 Wiederholungen, dann nehmt ihr beim Armtraining einen Kontrast dazu. Das ist die zweite Sache, auf der man vor allem bei der dritten Möglichkeit achten muss. Bei den ersten beiden Möglichkeiten können wir dem Ganzen noch entkommen, müssen nicht zumindest auf die großen Muskelgruppen gucken, weil wir das sowieso abschöpfen. Wir werden die Arme einmal im niedrigeren und einmal im höheren Wiederholungsbereich trainieren. Einmal mit schwereren Gewichten und einmal mit leichteren Gewichten. Hier müssen wir uns aber definitiv nach den anderen Muskelgruppen orientieren, denn das ist unser zweites Armtraining. Die anderen Muskelgruppen. Wir haben hier kein zweites, normales, isoliertes Armtraining. Die dritte Sache ist, dass wir natürlich ein besonderes Augenmerk auf die Übungsauswahl setzen. Dazu werde ich auch später noch mehr sagen, aber das ist eben auch noch wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass wir mit der Übungsauswahl auch noch so ein bisschen darauf eingehen, in welchen Winkeln wir die Arme bisher noch weniger trainiert haben. Und natürlich gilt das generell, wir müssen jetzt die Arme bei Laune halten und ein wenig mehr Abwechslung dort in das Training reinbringen. Gut, so viel dazu, so viel zu den konkreten Möglichkeiten. Wir haben die Splitpläne kennengelernt und wir wissen jetzt, dass wir in den ersten beiden Möglichkeiten vor allem die Arme zweimal in der Woche trainieren. Jetzt gehen wir direkt in den theoretischen Teil übrig, der aber vor allem ganz wichtig ist. Noch einmal an dieser Stelle, er ist eine Grundlage dafür, dass ihr in Zukunft ganz autark euer Training einschätzen könnt, Übungen einschätzen könnt, vielleicht sogar selbst kreieren könnt, denn ihr habt nun das Wissen. Wie funktioniert der Muskel? Wie ist der Muskel aufgebaut? Das ist kein Prinzipwissen, das ich hier vermitteln möchte, sondern das ist ein Wissen, das euch tatsächlich und praktisch voranbringen wird. Und zwar nicht nur, solange ihr jetzt trainiert und für diesen 6 Wochen meinetwegen oder für diese 12 Wochen Aufholjagd, sondern für den Rest eures Lebens. So, das war's auch schon von der zweiten Episode. Wie immer findet ihr danach die nächste Episode, die ihr anklicken könnt, also bleibt dran. Oder ihr könnt auch zu einer Episode davor klicken. Das ist ab jetzt möglich bei der zweiten Episode. Wie immer, liked es, wenn es euch gefällt und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr noch Fragen habt und so weiter. Ab jetzt werden die nächsten auch jeden Tag veröffentlicht. Um nichts zu verpassen, abonnieren. Ihr wisst schon Bescheid, euer Gotti, bis bald.